Moin Leute, ich begrüße euch endlich zu dem Auflösungsvideo des Battlefield 3 Gewinnspiels. Hier erfahrt ihr jetzt, ob ihr gewonnen habt oder ob ihr nicht gewonnen habt. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass so viele mitgemacht haben, dass so viele das Video angeguckt haben. Ich habe hier gerade die Statistiken geöffnet. Insgesamt 421 Mal in die Favoriten gepackt und 485 Bewertungen. Ja, also es haben nicht mal 400 Leute mitgemacht. Von daher auch vielen Dank an alle, die nicht mitgemacht haben, trotzdem bewertet haben und trotzdem in die Favoriten gepackt haben. Das freut mich natürlich. Auch vielen Dank für die ganzen Kommentare, für das ganze Feedback. Auch so in den Mails stand ja ein bisschen was drin. Nochmal zur Erinnerung, zu gewinnen gibt es zweimal das Spiel Battlefield 3. Einmal für die PlayStation 3 und einmal für die Xbox 360. Und dann gibt es noch zwei T-Shirts zu gewinnen. Ich möchte gleich vorweg sagen, bei den T-Shirts haben sehr viele mitgemacht und mir haben auch sehr viele geschrieben, dass sie irgendeine bestimmte Größe haben wollen. An der Stelle, sorry an euch, aber ich glaube, das werde ich nicht berücksichtigen können. Eventuell hätte ich das ein bisschen anders planen sollen. Aber naja, viele haben mir sowieso geschrieben, ja, ich häng's mir dann irgendwo hin und zieh's nicht an. Finde ich komisch. Ich meine, ich ziehe T-Shirts an, aber okay. War ziemlich cool von euch, dass ihr so groß mitgemacht habt. Es haben auch eigentlich fast alle richtig gemacht. Es gab nur wenige, die irgendwas falsch gemacht haben, irgendwie eine falsche Mail oder so. Oder es gab auch so ganz spezielle Menschen, die haben nicht ihren YouTube-Account beigeschrieben. Und die Härte hatte ich. Ich hatte wirklich einen dabei, der hat mir einen gefälschten Ausweis geschickt, der mit irgendwie Paint bearbeitet war oder Gimp oder so, was man absolut gesehen hat. Also das ist sauwitzig. Also das war echt erbärmlich. Er hätte ja immerhin beim T-Shirt mitmachen können. Und ja, ich würde sagen, fangen wir erstmal an mit den T-Shirts. So, hier in dieser Liste habe ich die ganzen Teilnehmer für das T-Shirt reingemacht, was übrigens relativ lange gedauert hat. Ist also relativ Arbeit, so ein Gewinnspiel zu organisieren, auch wenn es nicht so aussieht. Dort haben sehr viele mitgemacht, die meisten von euch insgesamt 220 Stück. Und auslosen werden wir das Ganze jetzt mit random.org. So, wir geben hier eine Zahl zwischen 1 und 220 ein und generieren da eine Zahl. Ich sag's nochmal, falls jemand das Prinzip nicht kennt. Es hat wirklich jeder die gleiche Chance. Es ist ein Zufallsgenerator, also es kann auch 1 oder 220 kommen. Es kann aber zum Beispiel auch die 123 kommen, ja. Gucken wir mal, was kommt. Die 184 hat schon mal ein T-Shirt gewonnen. Gucken wir mal, wer das ist. Die 184 ist der YouTube-Kanal Cryoff Games. Ich hoffe, richtig ausgesprochen. Ihr könnt es ja hier lesen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Gucken wir mal, wer das nächste T-Shirt gewonnen hat. So, weiter geht's. Wieder 220 Teilnehmer. Generieren wir die nächste Zahl. Und das ist die 204. Gucken wir mal, wer das ist. Und die 204 gleich hier unten ist DarkWix007. Ja, herzlichen Glückwunsch an dich. Cryoff Games und DarkWix007 haben das T-Shirt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und da kommen wir auch schon zu einem der Hauptgewinner. Und zwar für die PlayStation 3 haben insgesamt 29 Leute mitgemacht. Könnt ihr hier gerade alle sehen. Jo, gucken wir mal bei random.org, wer da gewinnt. Gesucht wird ein Gewinner zwischen 1 und 29. Gucken wir, wer es ist. Es ist Nummer 24. Und wer ist das? Nummer 24 ist nicht hier oben, sondern hier unten. Und zwar ist das, hier haben wir es, das Kampfschwein. Was ein Name, ey. Ja, herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast das PlayStation 3 Spiel Battlefield 3 gewonnen. Das Kampfschwein. Oh Mann. So, kommen wir zum letzten Gewinner. Und zwar der Gewinner für das Xbox 360 Spiel. Hier war die Teilnahmezahl etwas rege, muss ich sagen. Insgesamt nur 23 Leute. Hier sind sogar ein paar Leute dabei, die ich persönlich kenne. Ich weiß ganz genau, jetzt kommt wieder, falls einer von denen gewinnt, dass ich beschissen habe. Zum Beispiel True Rushman kenne ich, Anderson kenne ich, naja, Shampoo 18 kenne ich auch so über YouTube. Naja, egal. Ich würde sagen, gucken wir mal, wer von diesen 23 Leuten gewonnen hat. Die Chance ist, wie gesagt, relativ hoch. So, der Gewinner hat höchstens die Zahl 23. Gucken wir, wer es ist. Es ist die Nummer 6. Gucken wir mal, wer das ist. Nummer 6 ist, Moment, Dardon Nick. Ja, meine Güte, herzlichen Glückwunsch. Kenne ich auch persönlich. Ich weiß ganz genau, jetzt kommen wieder blöde Kommentare, aber naja. Wurde ja alles mit random.org gemacht, ihr wusstet's. Ja, herzlichen Glückwunsch an dich. Und jetzt möchte ich noch auslosen, wer von den vier Gewinnern, also entweder Dardon Nick, das Kampfschwein, DarkWix007 oder Cryoff Games, den USB-Stick gewinnt.
Einer von den vier Gewinnern kann jetzt noch den USB-Stick gewinnen, den ich gezeigt habe. Auch hier mit random.org will ich kurz auslosen, wer das ist. Es kann nur einer von den vier sein. Dazu brauchen wir eine Person zwischen 1 und 4 generieren. Und es ist die Nummer 2. Wer war Nummer 2? Schnell nochmal gucken. Nummer 2 ist das Kampfschwein. Herzlichen Glückwunsch, du hast neben dem PlayStation 3-Spiel auch noch den USB-Stick gewonnen. So, das war das Battlefield 3 Gewinnspiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche allen Gewinnern, ja, viel Glück kann ich dir nicht mehr wünschen. Ihr wisst Bescheid. Schickt mir eure Adressen per privater Nachricht. Dann weiß ich, wo ich das Ganze hinschicken muss. Und jo, um ehrlich zu sein, das Battlefield 3 Gewinnspiel war gar nicht geplant. Das war jetzt nur so zwischengeschoben. Ich plane aber schon seit ein paar Tagen ein wirkliches Gewinnspiel, was wirklich geplant war, nämlich ein Weihnachtsgewinnspiel bzw. ein 2 Jahres Chris-Dodo-Gewinnspiel. Das soll so um Weihnachten starten und am 7. Januar aufhören, wo mein Kanal 2 Jahre alt wird. Da können auch alle mitmachen. Es wird wahrscheinlich keine 18er-Titel geben, so wie ich das organisiere. Und ja, freut euch schon mal darauf, falls ihr jetzt nicht gewonnen habt, da wird es auch viel mehr Preise geben. Ich habe schon ein paar Sachen hier. Wer bei Facebook mich hat, der weiß Bescheid. Und ja, danke fürs Teilnehmen, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Haut rein.